Das bin ich, Jakob. Wegen meiner doofen Krankheit kann ich nicht laufen oder sprechen. Aber man kann auch so einiges an Wildnis und Abenteuer im Rolli erleben. Diesen Sommer starten wir in ein echtes Abenteuer im Norden. Mit dem Camper geht es durch Finnland und Schweden. In den letzten Wochen haben wir den Osten Finnlands erkundet und eine tolle Zeit in Lappland gehabt. In dieser Woche entdecken wir die schönsten Plätze Schwedens. Erstmal wieder ein Blick in die Karte. Gestartet sind wir in Helsinki. Durch Finnland sind wir dann hoch nach Lappland gefahren und im Inland Schwedens wieder nach Süden. Jetzt geht es weiter nach Dänemark und dann zurück in die Heimat. Die Forstwirtschaft ist super wichtig für Finnland und Schweden. Und auch wir sehen jeden Tag auf der Straße Holzlaster. Heute fahren wir zu einem ganz besonderen See. Die eingefleischten Seven vs. Wild-Fans wissen vielleicht, wo wir sind. Hier an dem Ufer wurden die 7 Kandidaten für die YouTube-Serie ausgesetzt. Da wir ganz in der Nähe waren, dachten wir, wir machen mal Halt. Wir übernachten aber nicht hier, sondern fahren weiter und finden einen traumhaften Platz für die nächsten 2 Tage. Wir machen Halt an einem See nebenan bei Afratstien. Schaut mal, hier hat es eine kleine Insel, die man über ein paar Bretter erreichen kann. Das ist zwar nichts für Rollifahrer, aber Mama trägt mich. Die Insel ist eine super Badestelle. Das Wasser erfrischt und wir können die pure Natur genießen. Später bekommen wir noch sehr nette Nachbarn auf dem Stellplatz. Von denen bekommen wir auch noch ein paar Angeltipps und sogar einen Hecht geschenkt. Papa filetiert den für das Abendessen. Noch am Legen an Knobi, Ingwer, Sojasauce. Mehr hat der Camper nicht hergegeben, ist aber super lecker. Jakob, hast du fleißig gespült? Zum Spülen benutzen wir übrigens biologisch abbaubare Seife. Zeig mal. Ja, Jakob macht Werbung. Und ratet mal, wer wieder den ganzen Abwasch machen muss. Ist es sauber? Super. Warte. Auch wenn der Platz wieder traumhaft schön war, es ist irgendwann Zeit weiterzuziehen. Ich darf vorne sitzen und Papa den Weg zeigen. Unser nächstes Ziel ist Schwedens größter See, der Vänern. Den See soll es übrigens wegen einem zornigen Riesen geben. Der wollte den Acker pflügen. Und weil das nicht klappte, war er richtig sauer. Dann nahm der wütende Riese 2 Erdbeeren und warf sie ins Meer. So sind die Seen Vänern und Vättern entstanden. Was meint ihr? Stimmt das? Nach den Seen machen wir Halt an der Ostseeküste. Hier ist es schwierig, gute Stellplätze zu finden. Meistens ist Campen verboten oder es sind viele Leute da. Wir fahren darum wieder ins Inland und suchen uns ein Plätzchen. Auch hier merkt man,
dass mehr los ist. Je südlicher man kommt, umso dichter ist die Bevölkerung und auch Urlauber gibt es viel mehr. Südschweden ist eben nicht mehr Nordfinnland. Aber wenn man die Augen offen hält, findet sich immer ein schöner Stellplatz. Das ist übrigens das letzte Mal, dass wir in einem See baden. Und ich bin schon etwas traurig, dass der Urlaub fast zu Ende ist. Heute Abend gibt es übrigens Fladenbrot. Das ist super einfach. Nur Mehl und Wasser und Salz zu einem recht festen Teig kneten. Keine Hefe und auch kein Öl in die Pfanne. Wenn man will, kann man noch andere Sachen mit reinmachen. Bei uns sind noch Kräuter und ein paar getrocknete Tomaten dabei. Super lecker! Jakob war ein Lausejunge an einem See in Schweden. Gell? Nun geht es weiter nach Dänemark. Wir fahren über die Öresundbrücke, welche die Hauptstadt Kopenhagen mit Malmö in Schweden verbindet. Wow, das ist ganz klar die längste Brücke, die ich je gesehen habe. Die ist echt riesig. In Dänemark machen wir nur einen kurzen Halt auf einem kleinen Campingplatz in Stubbekøbing. Abends sitzen wir am Hafen und hören einen Chor zu. Das ist so schön. Damit geht eine wunderschöne Reise zu Ende. Mit unendlich viel Natur. Tausenden Seen, unendlichen Wäldern und vielen unvergesslichen Momenten. Einfach nur in der Natur zu sein, tut der Seele gut. Keiner von uns möchte diese Wochen missen und jeder hat ein anderes Highlight. Emma hat sich über die Rentiere gefreut, die am Van vorbeikamen. Mama hat das Baden in den Seen genossen. Papa fand klasse, dass er mit uns angeln konnte. Und mir hat besonders das Nomadenleben gefallen. Ich wäre am liebsten jeden Tag weitergezogen. Wenn ihr mich fragt, wir könnten direkt wieder losfahren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wir stellen immer wieder Videos von kleinen Abenteuern in der Natur online. Und schaut doch gerne in unsere anderen Videos rein. Tschüss!